Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch wieder meine latest Pickups in Outfits einstellen. Hier hängen schon alle meine latest Pickups beim Start und die werde ich jetzt in unterschiedliche coole Outfits einstellen. Ich würde sagen, ohne lang rumzuschnacken, fangen wir direkt mal an. Ich präsentiere euch erstmal mein Outfit von heute, Leute. Und zwar trage ich hier mein cooles Blumenhemd und dazu kombiniere ich das mit meiner Schlaghose. Guckt mal, ihr seht ja hier die Blumen von dem Hemd. Juvo oder im Sehen, Blumenhemd type shit. Meine Hose hat auch diese Blumen-Dings. Das heißt, ich habe quasi Blume mit Blume kombiniert und dazu trage ich noch unten meine, diese Spitzen da. Ja, keine Ahnung. Juckt ja auch nicht so krass. Ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt erstmal mein erstes latest Pickups ins Outfit rein, Leute. Darum geht's ja heute auch. Und zwar fangen wir an bei meiner selbstgenähten Hose, Leute. Uff. Hier haben wir das Prachtexemplar nochmal super schön. Selbstgenäht vom Boss selbst. Die ziehe ich jetzt erstmal an und dann werde ich euch zeigen, wie ich die kombinieren würde. So, ich habe die Hose jetzt an, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das passt nicht so geil mit den Schuhen zusammen, weil die Hose nach unten relativ schmal zuläuft. Das heißt, man muss sich ein paar andere Schuhe dazu aussuchen, weil ihr seht, das guck mal von der Seite, das sieht doch scheiße aus so. Deswegen nehme ich hier diese wunderschönen Dress-Shoes von Lloyd. Schaut sie euch an. Zack, mit diesem Prada Linea Rossa Red Stripe, you follow what I'm saying, die ziehe ich dazu an. Das passt nämlich viel besser mit den unten so eng und dann diese schmalen Chile-Silhouette. Weißt du, ich meine, you follow what I'm saying? Ja, natürlich. Das fertige Endprodukt sieht jetzt so aus. Ihr seht es, die Hose auf locker, auf die Schuhe stacken so ein bisschen drauf. Die Schuhe sieht man noch gut, aber ist jetzt nicht so Proportionen schlecht wie gerade mit diesen riesen fetten Dingern. Deswegen schon viel besser, Leute. Jetzt kann man hier natürlich auch noch optional, wenn es kalt draußen ist, ey, Übergangsphase gerade, was gibt es da Besseres als diesen wunderschönen Yoji Yamamoto Autumn Winter 2005 Mantel. So, das gesamte Ding mit dem Mantel sieht so aus. Sehr, sehr gechillt, finde ich. Macht man nichts mit falsch, schaut es euch an. Schöner schwarzer Mantel, oder wenn man damit irgendwo zu einem Business-Meeting kommt, oder die Leute machen Auge auf diesen Yoji-Mantel, wisst ihr, meine Leute, deswegen. Und ich zeige euch auch nochmal, wie ich den immer zumache, weil so laufe ich eigentlich immer rum, wenn ich den anhabe. So sieht's immer aus, wenn ich den zu habe. Seht ihr das? Zack, sehr, sehr schön, sehr, sehr sexy zu. Gesamtes Outfit nochmal hier so für euch. Seht ihr alles gut? Seht ihr gut? Ja, ich denke schon. Steifen, das war's mit meinem ersten Outfit. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten. Zweites Pickup würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Blazer hier. Dieser coole Blazer, habt ihr auch schon gesehen. Letztes Pickup-Video, weiß ich mein. Sehr, sehr schön mit diesen Dingern. Ich werde ihn mal anziehen und dann werden wir mal gucken, was wir daraus zaubern können, Leute. So, ich habe mir als erstes mein Uniqlo-T-Shirt angezogen. Arism-T-Shirt, was ja auch neu war, was ich ja auch präsentiert hatte. Passt gut, ist gemütlich, kann man unter allem anziehen. Und darüber jetzt den Blazer hier. Diesen schönen Mann. You follow what I'm saying? Yes, sir, I got you, baby. Das ist jetzt mit der Hose, finde ich, immer noch nicht so optimal. Der Blazer ist ziemlich lang und ich finde, darauf sieht eine breitere Hose besser und cooler aus. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich ziehe eine braune Hose an, ja? Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ja, die ist braun. Passend zum Blazer farblich hier. Sehr nice. So sieht es jetzt aus. Man kann den Dings auch zumachen. Das finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Das mache ich jetzt auch einmal. Ich habe jetzt jeden möglichen Knopf, den es zuzumachen, zugemacht, weil ich finde, dann ist er so ein bisschen enger so noch und dann geht er nicht so unten nach außen. Klar, man sollte eigentlich immer den untersten Knopf offen lassen oder kann man machen auf jeden Fall, aber ich habe ihn auch hier zugemacht, weil dann ist mehr so anliegender und das finde ich cooler. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre jetzt das Outfit. Wenn man sagt, ey, ich brauche nochmal was drüber. Ich will mir nochmal was Geiles dazu anziehen. Kein Problem. Hier, Weekday-Mantel. Habe ich auch schon mal vorgestellt. Diesen Weekday-Mantel kann man easy auch dazu anziehen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Dann haben wir den Brown Overload, Leute. Ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus, weil man hat diese Farben von dem Dings, von dem Braun und so weiter. Und dem Orange hat man in dem Blazer wieder und im Mantel. Schaut euch diese Zusammenspielung der Farben an. Ist doch einfach nur muy bonita, oder nicht? Oder liege ich da falsch, Leute? Nein, natürlich nicht. Es sieht genial aus. Ganzes Outfit hier, super schön, super sexy, I guess. Muy bien, muy bonita. Ciao, Giselle. Ich zeige euch nochmal ein Outfit, wie man den Blazer noch kombinieren kann. Und das ist eigentlich auch relativ unspektakulär. Wir werden jetzt hier die braune Hose von gerade austauschen mit einer schwarzen. Und zwar hier mit meiner schwarzen Wollhose, die ich mal aus einem Vintage-Laden geholt habe. Die sieht so aus. Und ihr seht vielleicht, die Hose ist mir eigentlich viel zu groß. Deswegen habe ich die unten so ganz oft umgeschlagen. Ich hoffe, ihr seht das da. Hier ist die so ganz oft umgeschlagen. So ist auch schon wieder ein freshes Outfit. Kann man nicht leugnen. Aber wir werden jetzt den Mantel ausziehen und dann stattdessen dieses coole Hemd drunter anziehen. Habe ich auch mal aus dem Vintage-Laden in Münster geholt. So sieht es jetzt erstmal nur mit dem Hemd aus. Ich hoffe, es sieht fresh aus in der Kamera. Und ich mache auch immer gerne den Hemdkragen über dem Blazer so rüber. Weißt du, wie ich meine? Das sieht fresh aus. Und schaut euch an, wie so die Muster übereinander gehen. Typisch Dries van Noten. Weißt du, ich meine? So Muster auf Muster. You follow what I'm saying? You follow what I'm saying? Das ist jetzt das gesamte Outfit. Ich hoffe wirklich, es sieht fresh aus in der Kamera. Ich mag das aber, weil die Hose ist unten so gekrempelt, weil da ist so viel Stoff über. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen zieht das Bein so ein bisschen so,
Weißt du, ich meine, das sieht so alles so eins lang aus und dann hier diese schönen Farben übereinander. Man kann das auch mit schwarzem T-Shirt anziehen, so habe ich das erstmal gemacht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so kombiniere, aber sieht, glaube ich, auch cool aus. Das wäre der Fit. Man könnte auch mal probieren, um nochmal das Braune aufzufassen, diese hier zu benutzen, die ich auch neu geschenkt gekriegt habe von Just Guapo. Das probiere ich jetzt auch noch einmal an für euch, Leute, nur für euch. So, mit den Schuhen sieht es jetzt so aus. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich weiß nicht, wie es in echt oder wie es auf der Kamera gerade für euch aussieht, aber ich weiß in echt auch nicht, wie es aussieht, weil ich das noch nie so angezogen habe. Ich glaube, es sieht nicht so fresh aus, ehrlich gesagt. Das wäre es dann nochmal, um die Schuhe nochmal zu zeigen. Wisst ihr, ich meine, Leute, dass ihr da nochmal einen besseren Überblick seht. Als letztes Outfit jetzt werde ich mal ein kleines Experiment wagen, Yoji-technisch, weiß ich mein. Und zwar werden wir dazu auch noch diese blaue Jeansjacke verbauen, die ich mal von meiner Mom geklaut habe. Als erstes ziehe ich mir dieses Yoji-Hemd an. Wow, schaut es euch an. Ich habe es in der Plastikverpackung, weil das kommt aus der Reinigung. Und es ist so schön sauber, Leute. Steifen, das werden wir jetzt anziehen. Steifen, Steifen. So, Yoji-Hemd an. Es sieht so aus. So sieht's aus, Leute. Steifig. Ihr seht es doch. Yoji Yamamoto. Hose unten auch. Diese Filme da und wieder diese schönen Schuhe da unten zu an. Und jetzt werden wir die Jeansjacke drüber anziehen und mal gucken, wie das mit dem Layering wird, weil das Hemd ist ziemlich lang, wie ihr sehen könnt. Und die Jeansjacke ist gecropped. Und dann mit diesen Layering, UFO, don't sehen, das ist halt so diese Next Level Coney Gaboni Shit. Was mir auffällt, das Hemd guckt ziemlich weit drunter her. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Layering ist, ob das zu weit ist. Wisst ihr, wie ich meine? Kann natürlich auch sein, dass es zu weit ist und dass es deswegen jetzt nicht so fresh aussieht. Aber farblich her gefällt mir das so vom Angucken schon mal ganz gut. Ja, schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das im ganzen Outfit aussieht, aber das wäre es jetzt erstmal zu diesem Dings. Damit wäre es das auch mit dem Video gewesen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, Leute. Geil, das sind zwei Kameraperspektiven. Alles hat hoffentlich gut geklappt. Gönnt mir ein Like, Kommentar, Abo. Wir sind kurz vor 1000 Abos. Dann kriege ich endlich Geld, Steifen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, Kakao. Ciao. Schle. Die.